So, jetzt kommt natürlich erstmal ein Haufen Max. Das wird sich später mehr in Richtung... Ach, siehst du, da kommen schon die ersten. Das wird sich später mehr in Richtung Söldner verschieben, das Ganze. Und deine Barriere hat, bin ich zuständig. Ich mache die Scheibe hier kaputt. So. Na, nicht doch. Das ist doch mein Part. Oh, ich habe ja gar nicht die richtige Waffe in der Hand. So, ich sag doch, es ist mein Part, dich in Stücke zu reißen. Und... Oh, daneben. Sag mal, wie schieße ich denn? So, wollten wir mal einen Kopfschuss geben. Darum habe ich mal etwas länger gezielt. Ja, ist ja gut. Gebt mal Ruhe hier. Ach, da. Okay. Wieso habe ich eigentlich die schwere Pistole in der Hand? Ich hätte gern die Locust. So. Den machen wir gleich mal so nieder. Ich glaube, dass... Ne, da hinten war gerade noch jemand, oder? Ja, ja, ja. Schon gesehen. Machen wir erstmal alle platt, bevor wir uns hier weiter umsehen. Ach, da hat sich ein Hundi festgemacht. Oh, halt. Barriere. Nein, noch nicht der. Könntest du mal bitte hier in Deckung... Shepard, Shepard. Ah, dieser Typ. So, wo ist denn jetzt der mit der Barriere? Nicht der. Aber wir können den auch erstmal weghauen. Barriere-Typ, wo bist du? Ach, da. Na, nicht doch. Das ist nicht freundlich. So. Gut, Kazumi hätte sich auch um ihn gekümmert. Haben wir den Widerstand hier erstmal gebrochen. Kommt davon, Arschloch. Gut, hier gehen wir gleich weiter. Wir schauen erstmal kurz noch, was wir hier so abräumen können. Ich hoffe mal, da gibt es irgendwas. Außer explosiven Containern, die wir weghauen können. Ich weiß es natürlich nicht. So, hier ist erstmal nichts. Das ist schon mal total super. Nee, ich glaube, hier gibt es wirklich nichts. Also traurig. Na gut, dann gehen wir mal hinten schauen, was es dort an der Tür gibt. Ich glaube es zu wissen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hier sieht nämlich sowieso alles gleich aus auf dieser Baustelle. So, ganz hier hinten wird wahrscheinlich gar nichts sein, ne? Achso, hier ist auch der Durchgang. Okay. Na gut, schauen wir mal rein. Ah, hier geht es einfach nach oben. Okay. Habe ich mich doch vertan mit dem Stockwerk. Ich sage ja, hier sieht alles gleich aus. Hat mich meine Erinnerung ein bisschen betrogen. Hey, ich glaube, er ist hier rein. Dann geh rein und schnapp ihn dir. Geh du doch. Beweg deinen Arsch da rein. Lassana bezahlt dich nicht fürs Rumstehen. Na gut, aber ich... Wo seid ihr denn? Ach, da drüben. Okay. Ich kümmere mich mal um die zwei Max. Oh, gut gemacht. Sorry, wenn ich dir ins Gesicht geschossen habe, Kazumi. Tut mir leid. Ich muss sagen, den Schattenschlag finde ich verdammt nützlich von Kazumi. Also sie kann damit doch einiges an Entfernung überbrücken. Wenn es mal sein muss. Bin noch am überlegen, ob ich den dann vielleicht nehme. Wenn ich selbst eine... die Wahl habe, eine Fähigkeit mit anzueignen. So, erstmal den Warp rein. Was haben wir denn da so? Schattenschlag, Blendgranate... Oh, mal hier. So, Kazumi holt sich die. Und dann werfe ich noch ein bisschen hinterher. Gut, die sind weg. Aber hier drüben ist noch einer. Der wäre auch aus dem Verkehr gezogen. Und es klang gerade so, als ob die vor irgendeiner Tür ständen, in die sich jemand reingeflüchtet hat. Da müssen wir doch mal ganz dringend schauen, ob wir den nicht vielleicht retten können. Hier hinten, das sieht doch gut aus. Das sieht doch aus, als ob jemand sich hier reinflüchten würde. Oder auch nicht. So. Mal schön hier die Barriere frei halten. Das ist jetzt mein Bereich. Kopfschuss. Okay. Gibt's hier noch wen? Ja, natürlich. Flankieren wir doch mal ein bisschen. Okay. Der Bereich ist klar. Wie geht's euch hier? Alles gut. Okay.
Okay, dann bleiben wir mal lieber hier, wenn da drüben doch noch so viele sind. Gut, wenn die alle auf einem Haufen stehen, kann ich mal wunderschön mit meinen Werfen reinhauen. So, der Barriere-Typ. Der ist gut getroffen. Betäubungsschuss hinterher. Dann können wir ihn schon mal schön im Sichtfeld behalten hier, bevor er sich wieder flüchtet. Ah, Arschloch. Die wollte ich gar nicht. Naja, was soll's. Glücklicherweise kann ich durch den Bereichsschaden ihn ja doch erwischen, auch wenn er gerade in Deckung ist. So. Oh. Hat Garrus genau in dem Moment mit seinem Betäubungsschuss zugeschlagen, als ich ihn auch mir holen wollte. Gut. Hör mal auf hier. So rumzumoppeln. Okay. Ihr macht das schon. Gut, haben wir hier sonst noch was hier drüben? Ich glaube nicht, ne? Nee, durch den sind wir gekommen, durch den Weg. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen. Wir haben jetzt hier keine weitere Tür gehabt, oder? Die ich jetzt übersehen habe. Nicht, dass wir aus Versehen an dem vorbeigehen, den wir retten könnten. Nee, ich glaube nicht. Ach, Shepard, hört doch mal auf, über Entdeckung gehen zu wollen. So, ihr zwei kommt zurecht hier. Finde ich gut. So. So geht das mit der Barriere, mein Freund. Oh, Kazumi ist hinüber. Oh, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Okay, der ist platt. Ja, jetzt sind wir in der Etage, von der ich vorher schon dachte, dass wir hier sind. So, gehen wir mal jetzt. Geh doch mal bitte in Deckung, Mensch. Shepard. Also manchmal. Da weiß ich auch nicht so recht mit dir. So, ich könnte natürlich Kazumi wiederbeleben, aber wisst ihr was? Eigentlich brauchen wir die gar nicht. Ich kann hier fröhlich rumwüten. Die Max, die tun mir auch nichts mehr. So. Ach, hallo. War keine gute Idee, vor die Barriere zu kommen. Okay, jetzt ist Ruhe. Und hier haben wir die Tür, die wir umgehen müssen. Das machen wir gleich. Wir müssen dann nämlich dort vorne mit dem Aufzug fahren. Aber vorher hole ich mir nochmal ganz kurz hier dieses Präzisionsgewehr. Und hacke das Terminal. So, das haben wir schon mal da. Wo ist denn das? Ich sehe es gar nicht. Ach, hier gleich zweimal sogar vorhanden. Und das ist das letzte. Wunderbar. 4200 Credits für uns. Und das Gewehr nehme ich auch mit. Präzisionsgewehr M97 Viper erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt benutzen. Garrus und Said. Ja, aber der hat doch sowieso schon ein ganz gutes Präzisionsgewehr, wenn ich mich nicht irre. Gut. Dann schauen wir mal hier vorne in der abgeschlossenen Kammer nach, wer sich da reingeflüchtet hat, und retten mal die Leute. Gut, mal wieder eine Umgehung. Hier haben wir schon mal das erste. Nummer 2. Da ist Nummer 3. Na, komm schon. Und das letzte. Wunderbar. Bitte, töten Sie uns nicht. Wir werden gehen. Wir werden gehen. Hey, sieh mal. Die gehören nicht zu Eclipse. Sie sind doch hier, um uns zu helfen, oder? Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Kommen Sie raus. Es ist soweit sicher. Danke. Wir stehen in Ihrer Schuld. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche jemanden. Keinen Söldner. Er ist allein unterwegs. Naja, der Typ, der uns hier eingeschlossen hat. Als er uns gefunden hat, dachte ich schon, jetzt sind wir tot. Aber er hat nur die Tür zugemacht und uns eingesperrt. Sie eingesperrt? Dann wollte unser Attentäter Sie anscheinend in Sicherheit bringen. Attentäter? Wegen Nassana möchte ich wetten. Die hat's schon lange verdient. Wenn man Leute so behandelt, rächt sich das irgendwann und du wirst in den Arsch gebissen. Ich muss zu Nassanas Penthouse. Was ist der schnellste Weg? Momentan geht nur der Lastenaufzug darauf. Da oben wird gearbeitet. Seien Sie vorsichtig. Einige Außenwände stehen noch nicht und es geht ziemlich tief runter. Und kalt ist es auch. Ich arbeite ungern dort oben. Sie sind wohl nicht direkt ein Freund von Nassana. Sie ist keine Frau, für die man gerne arbeitet. Das ist eine Untertreibung. Wir müssen ewig lange schuften, bekommen aber keine Überstunden bezahlt. Und so sieht dann die Bezahlung aus.
Sie ist unangenehm, um es vorsichtig zu sagen. Warum kündigen Sie nicht einfach? Das würden wir, wenn wir könnten. Was hält Sie davon ab? Unser Vertrag. Wir müssen bleiben, bis der Auftrag erledigt ist. Kündigung aus beliebigen Gründen gefährdet die Gesundheit. Wir haben gehört, dass jeder, der vorzeitig geht, einfach verschwindet. Kann aber auch nur ein Gerücht sein. Aber wer will schon rausfinden, ob's so ist? Haben Sie den Mann gesehen, der Sie eingesperrt hat? Wissen Sie, wohin er gegangen sein könnte? Er ist kein Salarianer. So viel steht fest. Aber wo er hin ist, weiß ich nicht. Tut mir leid. Wenn er hinter Nasana her ist, muss er in die oberen Etagen. Wie viele Arbeiter waren im Turm? Sind da noch mehr von Ihnen? Nicht lebend. Wir hatten Glück. Nun, einige sind rausgekommen, bevor die Hunde losgehetzt wurden. Vielleicht verstecken sich noch irgendwo ein paar. Ich würde nicht hierbleiben. Auf den unteren Etagen ist es sicherer. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Los, wir gehen! Danke. Und sagen Sie Ihrem Attentäter, er soll auf den Kopf zielen. Ein Herz hat sie nämlich nicht. Beweg dich! Ich mag Salarianer. So, haben wir die Jungs gerettet, das ist schön. Das nehmen wir gleich noch mit. Und auch die 3000 Credits. Und ja, das, was er gerade gesagt hat, der Daros war das, glaube ich. Sie hat es schon lange mal verdient und wenn man die Leute so behandelt, dann rächt sich das irgendwann. Das ist im Prinzip der Inbegriff von Karma. Die meisten Leute missverstehen das ein bisschen mit dem Karma. Also, ich sag mal dazu, ich habe mich ein bisschen mehr mit Buddhismus beschäftigt, deswegen habe ich da ein bisschen Einblick drin. Und zwar mit dem Karma, das wird ja von vielen als sowas hochfeines Spirituelles angesehen. Eigentlich heißt das nichts anderes als eine Abwandlung von dem, was auch Jesus mal gesagt hat. Wenn du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Die goldene Regel übrigens. Ja, also letztendlich ist das auch Karma. Also wenn man sich wie ein Arsch benimmt, dann kriegt man das natürlich irgendwann zurück, weil man die Leute damit gegen sich aufbringt. Und das ist eigentlich alles, was Karma sagt. Wenn du Scheiße baust und dich kacke benimmst, benimmt sich jemand dir gegenüber auch kacke. Wenn du dich positiv anderen gegenüber benimmst, wie wir es ja auch tun, dann sind die Leute uns gegenüber dankbar und helfen uns. Das ist Karma. Wir sitzen hier draußen auf dem Präsentierteller. Vor allem, wenn jemand in dem Aufzug ist. Genau das gleiche habe ich auch gerade gedacht, Gareth. Nun, an Deckung fehlt's nicht. Ja, danke für den Hinweis. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Gareth? Ich komm schon hin. So. Danke für den Hinweis nochmal, denn es kommt natürlich tatsächlich jemand um die Ecke. Und wir werden gleich mal die Schilder runterklatschen hier. Und, ach weißt du was, wir können eigentlich mal in die Partikelstrahler draufgehen. Einfach mal, einfach weil wir es können. So, wir müssen natürlich auch ein bisschen in Deckung gehen, das könnte helfen. Tja, Gareth, ich hab dir gesagt, geh in Deckung, aber du wolltest ja nicht. Du wolltest einfach nicht hören. So. Einmal weg mit dir, du gehst mir nicht, kommst mir nicht so nah, das kannst du vergessen. Und dann kriegst du mal einen Schattenschlag von Kazumi. Oder nee, Kazumi, geh mal auf den und überlasse den. Oder die, was weiß ich, wo bin ich? Warte mal, jetzt ist etwas verwirrend hier. So, ich muss mal die scheiß Flankiererei hier ein bisschen aufheben. So, wenn die jetzt wieder aufsteht, gleich noch, shit. Gleich nochmal drauf. Okay. Das hat gepasst. Wir müssen ja kein Risiko eingehen. Deswegen der Partikelstrahler. Und ich glaube, den brauchen wir... Och, Kazumi. Den brauchen wir ansonsten sowieso nicht weiter hier bei der Mission. Wir wurden entdeckt. So, ich glaube, dann nehme ich doch mal ein bisschen Einigkeit hier. Unterstützt das Spiel ab. Na, dankeschön. Und da sind wir wieder. Ein neuer Versuch. Diesmal ging die ganze Sache erheblich leichter, da ich einfach mal wusste, was auf mich zukommt und einfach mal direkt den Partikelstrahler ausgepackt habe. Das fanden sie nicht so geil, muss ich sagen. Vor allen Dingen der Kogana war nicht begeistert davon. Joa, ich hatte Glück, denn das Ding hat genau hier an dem Aufzug einen automatischen Speicherpunkt gesetzt. Ich muss nur noch mal ganz kurz schauen. Gut, die sind auch raus hier hinten. Nicht, dass die noch hier drin sind und ich die jetzt vergessen habe rauszuholen. Okay. Dann geht's los. Wir haben den Aufzug gereinigt und können uns nun nach oben zur Brücke begeben. Ich habe nichts mehr von den Teams 4 und 5 gehört. Keine Sorge, mein Team ist immer einsatzbereit. Ich weiß nicht, wo er ist. Noch nicht.
Nur keine Sorge. Wir brauchen hier keine Verstärkung. Ich werde Ach, wenn wir jetzt fertig. Böse wären, das wäre so schön. Ich gehe jetzt selber runter. Umdrehen, ganz langsam. Wenn wir jetzt böse wären, könnten wir etwas ganz Fieses Verdammt. Machen. Aber wir sind nicht böse, natürlich. Haben Sie den Attentäter gesehen? Warum suchen Sie nach ihm? Sie gehören nicht zu Nassana-Söldnern. Wer sind Sie? Wenn Sie meine Fragen beantworten, lasse ich Sie gehen. Hören Sie, selbst wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich es Ihnen nicht sagen. Ich hatte auf eine andere Antwort gehofft. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Erschießen Sie mich ruhig, meine Leute sind gleich da hinten. Die machen Sie dann sowas von fertig. Ich hätte ihn jetzt so herrlich runterstoßen können. Aber nein, wir sind nicht so böse. Stattdessen überzeugen wir ihn mal. Ist eine kleine Information es wert, dass man dafür stirbt? Ist Nassana es wert? Nein, wohl nicht. Okay, also gut. Mein letzter Stand ist, dass der Attentäter auf dem Mezzanin war. Aber die Teams auf der Brücke dachten auch, sie hätten ihn gesehen. Genau weiß es keiner. Verschwinden Sie von hier. Geh schon. Er schuldet Ihnen was. Jeder andere hätte ihn getötet. Und er wird wohl der einzige Eclipse-Söldner sein, der hier lebendig wieder rauskommt. Siehst du mal, die Scheibe kann man nicht mal zerschießen. Die kriegt bloß ein paar Knackser, das ist alles. Erstaunlich. Wenn wir den großen Eclipse-Söldner genommen hätten, wäre sie in Brüche, in die Stücke gebrochen. Diese Datenscheibe enthält eine Liste mit genetischen Informationen über die Familie Kirosa. Wunderbar, das wird den Salerianer sicherlich interessieren. So. Er ist praktisch überall. Wie meinen Sie das? Wir haben von mehreren Etagen Berichte über ihn. Wir glauben, er geht durch die Luftverdunstung. So, los geht's. Bane geht also durch die Lüftungsschächte. Das ist gar nicht mal so dumm. Wenn man alleine ist und ungesehen bleiben will, kann man das machen. Ich glaube, eine Dreiergruppe, die sich durch die Lüftungsschächte begibt, wie wir jetzt, das wäre ein bisschen merkwürdig gewesen. Außerdem können wir ihm so ein bisschen Schützenhilfe geben. So, die Barriere der lieben Azari-Biotikerin hauen wir mal weg. Und Jarrus kümmert sich mit seiner bezaubernden Art um sie und haut ihr einen Betäubungsschuss ins Gesicht. So muss das sein. Okay, wir schauen erstmal hier drinnen nach, was es hier gibt. Türen, die zu umgehen sind, bedeuten immer, man entdeckt irgendwas Schönes. So, das zu dem. Wo hatten wir das? Noch gar nicht. Gut, das gehört hier hin. Das zu dem. Mensch, das ist aber ein bisschen verwirrend heute hier. Ein bisschen wirr aufgebaut. Sind hier drinnen alle in Ordnung? Zurück! Zurück oder ich schieße! Ganz ruhig. Tun Sie nichts, was Sie später bereuen könnten. Ich will Sie nicht verletzen. Aber ich werde es tun. Zurück, habe ich gesagt. Ich tu's. Bitte, zwingen Sie mich nicht dazu. Hey, ich bin hier nicht der Bösewicht. Wie heißen Sie? Ich bin Telon. Kommen Sie nicht näher. Telon, ich bin Commander Shepard. Ich arbeite nicht für die Söldner und will ihnen nichts tun. Ich bin hier, um zu helfen. Okay. Hier. Mir geht's nicht so. Telon! Er ist mein Bruder. Ich will nur sehen, ob er in Ordnung ist. Sind Sie die Leute, die den Söldner erschossen haben? Den Söldner? Nein, den haben wir nicht erschossen. Das war wahrscheinlicherweise Thane. Ich war's nicht. Und Ihr Bruder wohl auch nicht. Nein. Telon stand hier neben mir. Was genau ist passiert? Der Söldner hat uns gefunden und gebrüllt, wir sollen uns bewegen. Wir gerieten in Panik und dann hat er noch mehr geschrien. Ich dachte schon, er würde uns umbringen. Und dann ist sein Kopf einfach explodiert. Telon hat die Waffe des Söldners an sich genommen, aber zum Gehen hatten wir zu viel Angst. Dann sind Sie aufgetaucht. Ein perfekter Kopfschuss ohne Kollateralschäden. Ist klar, dass Garrus das imponiert, denn der ist selbst ein Scharfschütze. Wie sicher ist die Brücke da draußen? Die Brücke ist stabil, aber das eigentliche Problem ist der Wind. Wenn der sie nicht runterstößt, werden es die Söldner definitiv auch versuchen. Die laufen da draußen in Massen rum. Ich suche jemanden, vermutlich den Typen, der diesen Söldner getötet hat.
Telon dachte, er hätte jemanden gesehen, der uns folgt, aber er ist ein wenig angespannt. Ich habe außer den Söldnern niemanden gesehen. Ist die Brücke der einzige Weg zum Penthouse im anderen Turm? Von hier aus? Ja. Das wird aber nicht einfach. Auf der anderen Seite patrouillieren Söldner. Wovor Nassana sich auch versteckt. Es muss ziemlich furchteinflößend sein. Hier oben sind immer noch Söldner. Sie sollten in die unteren Etagen gehen. Dazu müssen Sie mich nicht lange überreden. Telon, komm schon, steh auf. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ja, wir verschwinden von hier. Danke. Kein Ding. Okay, Stufenaufstieg, wunderbar. Und wir haben wieder ein paar Salarianer gerettet. Das gibt ordentlich Vorbildpunkte hier. Meine Güte, das ist echt schön.